Hey, hi, wir gucken uns ein Video von Tia an. Let's go, rein. Papa Platte auf Wish bestellt, Alter. Irgendwie riecht mein Mikrofon nach Skiurlaub. Meine Meinung nach 200 Spielstunden. Lohnt sich Ark Survival Ascended? Okay, ich kann euch jetzt schon sagen, was ich vorher schon gesagt habe oder jedem von euch schon vorher gesagt habe. Wenn man voll auf Ark geil ist, dann ja. Ansonsten, nein. Let's see. Hallo Dino-Menschen oder so. Hallo Dino-Menschen. Ich habe nun 210 Stunden in Ark Survival Ascended angesammelt und möchte euch meine Meinung über das Spiel geben. Okay. Bedenkt bitte, dass ich hier nur über meine Erfahrungen berichte, die nicht zwangsläufig mit denen anderer Spieler oder der Entwickler übereinstimmen müssen. Ihr seid hier, um meine Meinung zu erfahren und ihr werdet sie bekommen. Mein erster Eindruck und diese Review hier berücksichtigen die Tatsache, dass Wildcard dazu gezwungen war, das Spiel vorschnell zu veröffentlichen, da sie an einen Vertrag mit Nitrado gebunden sind. Das ist wichtig. Ich werde dies also immer als Faktor im Hinterkopf... Das ist übrigens der Grund, warum ich immer sage Dezember, ne? Release, obwohl noch nicht released werden sollte. Auch wenn sie es nicht gesagt haben, sie haben es auf jeden Fall vorgehabt. Wenn der Vertrag nicht da gewesen wäre, dann garantiere ich euch, wäre kurz vor Ende Oktober das Announcement gekommen. ...behalten, wenn ich über Dinge spreche und sie bewerte. Bereit? Los geht's. Let's go. Fangen wir mit den positiven Dingen an, die ich über das Spiel zu sagen habe. Zuerst einmal, es sieht richtig gut aus. Mhm. Das Spiel sieht selbst auf mittelhohen Einstellungen, wie ich es spiele, so gut aus, dass ich es als absolutes Upgrade zu Ark Survival Evolved sehe. Screenshots sind praktisch immer atemberaubend und die realistische Grafik trägt zur Immersion, also dem Eintauchen in das Spiel als Spiel dabei. Es läuft überraschenderweise besser als befürchtet. In meinen über 200 Spielstunden hatte ich ein paar, aber nicht wirklich super viele Crashes. Vielleicht. Stopp! Also dazu kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, Glück gehabt, denn ich hatte wahrscheinlich heute schon allein wieder 4 oder so. Vielleicht alle paar Tage mal. Ich kann ein paar Stunden im Stück spielen, ohne daran erinnert zu werden, dass es immer noch Early Access ist oder dass ich auf Bugs stoße. Der nächste Punkt sind Dino-Babys und die sind eine absolute Ablenkung für mich. Und regelmäßig bringe ich Dinos in die Basis, die ich eigentlich gar nicht brauche, aber manchmal kann ich einfach nicht anders. Quality of Life Änderungen. Der Dungeon sammelt jetzt den Poop selber ein für Dünger und der Oviraptor sammelt Eier. Diese S-Plussifizierung von Asa finde ich gelungen. Es fühlt sich aber dennoch nicht zu overpowered an. Wasser- und Stromversorgung finden in einem Area of Effect statt. Das heißt, Wasserhähne und stromverbrauchende Geräte müssen nun nur nah an ihren Produzenten sein, um genutzt werden zu können. Ihr braucht also keine Kabel und Rohre mehr. Ist grundsätzlich geil, aber für PvP Arsch. Ne? Haben wir auch schon gesagt, wegen dem Steckdosengeschosche. Das ist halt ein bisschen bescheuert. Aber, was ich auch dabei sagen muss, das nehme ich ihr wahrscheinlich jetzt vorweg. Ich finde, was mit einer der nicesten Änderungen bisher ist, ist die Geschichte mit den Gebäuden. So viel nicer, dass eine Wand tatsächlich so hoch ist wie eine Wand und du dir nicht direkt einen Kopf stößt in einer Base, die 1 hoch ist. Also es gab niemals einen Grund in Ark Survival Evolved eine Base zu bauen, die nur 1 hoch ist, weil es komplette Haufen Scheiße war. Reden wir über die Ladezeiten. Wenn man mal abstürzt oder der Server abstürzt, dann ist man in unter einer Minute wieder im Spiel. Die Ladezeiten von dem Server betrugen bei meinen Versuchen unter 39 Sekunden. Mit Ark Survival Evolved konnte es hier bis zu einer Viertelstunde dauern. Dann haben wir die Verbesserung der Drop-Qualität. Und eine Sache, die mir wirklich aufgefallen ist und die ich tatsächlich gut finde, ist, wie die Drop-Qualität verbessert wurde. Viele sinnlose Blaupausen wurden aus dem Spiel entfernt und verstopfen nun nicht mehr die Drops. Die Qualität der Drops ist noch sehr viel höher. Ascended Loot zu finden, ist nicht mehr super selten oder nur in Höhlendrops vorbehalten, sondern man kann sie auch direkt überirdisch finden. Finde ich auch leider viel zu übertrieben. Also, dass die Loot-Table überarbeitet wurden, das hätte man, by the way, auch schon längst in Ark Survival Evolved damals machen können. Das ist auch wieder Kategorie, ach, das haben Leute mit Mods geregelt, warum sollen wir das machen? Das wäre eine Schande gewesen, wenn die das nicht gemacht hätten. Aber ich finde, man findet viel zu viel Ascended Blueprints, zumindest auf Standardeinstellungen. Das ist schon ein bisschen bescheuert. Dann reden wir über die Änderungen beim Züchten. Das Zuchtsystem wurde überarbeitet. Da habe ich ja gar keinen Plan. Und das Züchten ist nun anfängerfreundlicher geworden. Dinos können später aber immer noch stärker sein als in Ark Survival Evolved, also Win-Win für mich. Der Singleplayer hat einige Quality-of-Life-Änderungen erhalten, die das Spiel weniger grindlastig machen. Es gibt höhere Raten, mehr Leben und Schaden. Und wenn man bedenkt, dass man im Singleplayer nicht mehr eben Dinos über Nacht aufwachsen lassen kann oder sich die verstreichende Zeit zu nutzen machen kann, dann finde ich diese Boosts wirklich angebracht. Dann wurde das Bauen verbessert. Hä, bin ich jetzt doof? Das gibt's doch schon immer, oder nicht? Also ich meine, ich habe sehr selten überhaupt mal den Singleplayer gestartet. Aber man kann doch schon immer die Raten im Singleplayer verändern, oder nicht? Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt die Person bin, die viel in Ark baut, kann ich erkennen, dass ein komplettes Remake des Bauens eine 200%ige Verbesserung im Vergleich zu dem bietet, was wir bislang hatten. Wie gerade schon Bauen gesagt, in Ark war mein Bausystem ist so viel besser. Und jetzt finde ich es zumindest nicht mehr super dramatisch. Darüber hinaus gibt es jetzt auch mehr Farben. 120 Farben mehr, um genau zu sein.
die praktisch auf allem angewendet werden können. Fast die komplette Palette an Gegenständen und Strukturen kann nun mit diesen Farben eingefärbt werden, egal ob es sich um Möbel, Wände, Kleidung oder andere Oberflächen handelt. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Reden wir nun aber... Finde ich auch, by the way, ich habe sowieso zu jedem Scheiß was zu sagen. Das mit den Farben finde ich auch gut, dass man jetzt auch schöne Flaggen machen kann, also ein Scheiß grundsätzlich mehr Farben hat und so weiter. Dass die das direkt mit dem Gucker wieder verkackt haben, ist halt wieder typisch Wildcard, ne? So wie ich das mitbekommen habe, hat Uso da auch schon einen kleinen Workaround gebaut. Ich weiß nur nicht, ob der mittlerweile schon funktioniert, aber in der K-Plus-Mod sollte es zumindest, glaube ich, jetzt schon möglich sein, beziehungsweise standardgemäß so eingestellt, dass der Gucker keine Farben herstellt. Das muss man dann irgendwie extra aktivieren, was auf jeden Fall besser ist, als wenn das Ding dir einfach permanent irgendwelche Farben ballert, wenn du einfach nur Medical Brew haben willst. Performance. Ich weiß, dass dies für mich ein neutraler Punkt ist. Zum einen, weil ich selber keine gravierenden Performance-Probleme habe, aber vor allen Dingen, weil die Performance-Verbesserungen stark von der Entwicklungszeit oder besser gesagt der Eile der Entwicklung beeinflusst wurden. Mhm. Wildcard wurde durch einen Vertrag, den Snare Games mit Nitrado abgeschlossen hat, an ein enges Zeitfenster gebunden, wodurch die Zeit für Verbesserungen und Optimierungen vor dem Release begrenzt war. Denn in diesem Moment war es wichtiger, das Spiel zu veröffentlichen und innerhalb dieses Zeitrahmens zu bleiben, als ein perfektes Spiel abzuliefern. Yes. Dass dies nicht die Art und Weise ist, wie Game Development ablaufen sollte und wieso Deadlines nicht von Leuten gemacht werden sollten, die keine Ahnung von Spielentwicklung haben, ist hier eindeutig. Das Problem ist nun aber, dass man an der Vergangenheit nichts ändern kann und es nun wichtig ist, in die Zukunft zu schauen. Wie können Dinge schnell gepatcht werden? Welche performance-schädigenden Bugs gibt es? Und welche Patches und Fixes haben die meisten Auswirkungen? Wir tracken derzeit die Steam-Reports. Das ist übrigens auch, was man da direkt sehen kann. Wenn man jetzt schon, also wenn man zum jetzigen Stand die Performance-Veränderung zum Release vergleicht, sind das allein schon Welten, ne? Das hast du halt gemerkt. Da kamen halt andauernd kamen Performance-Patches raus und du hast jedes Mal immer wieder ein bisschen Verbesserung gemerkt und mittlerweile läuft das ja auch selbst auf älteren Grafikkarten durchaus solide, das Game. Und wenn das nur ansatzweise sich so weiterentwickelt mit den Performance-Updates, dann wird das auch irgendwann an den Punkt kommen, bin ich mir sicher. Oder hoffe ich? Ne, ich hoffe eher. Doch, ich hoffe. Ich hoffe, dass man dann irgendwann an den Punkt kommt, wo das Game tatsächlich eine bessere Performance hat, unter weniger Leistungsverbrauch als das alte Ark. Das wird noch ein bisschen dauern, auf jeden Fall. Repositories für Ark Survival Ascended und wir können deswegen genau sehen, dass unermüdlich auch am Wochenende und teilweise nachts am Spiel gearbeitet wird. Und wenn es um Bugs und Abstürze geht, hat dieser Punkt für mich quasi wie die gleichen Argumente wie die Performance-Probleme weiter oben. Ich weiß, dass sie derzeit bei einigen zu großer Frustration führen. An vielen Bugs wurde bereits gearbeitet. Einige Abstürze müssen derzeit von Nvidia durch neue Treiber oder Änderung des Codes für DLSS oder FrameGen angepasst werden, denn diese machen anscheinend die meisten Probleme derzeit. Oh ja. Vor allem Nutzer der 40er-Generation an Grafikkarten haben derzeit Probleme mit anhaltenden Abstürzen. Mhm. Es gibt auch Abstürze, die UI-bedingt sind, das heißt dann auftauchen, wenn man in dem eigenen Inventar interagiert, aber diese wurden zumindest mittlerweile alle reported. Und jetzt hast du es abwarten, wie lange es dauert, dass sie behoben werden können. Einige dieser Crashes wurden schon behoben, denn Freunde von mir, die unter vielen Crashes zum Start litten, berichteten mir, dass das Spiel für sie nun besser läuft. Und dann zu einem Punkt, von dem ich persönlich nicht gedacht hätte, dass ich den auf meine Neutralliste packe und nicht auf meine Negativpunktliste, und das ist kein Movement Speed. Denn ich persönlich bin ein großer Verfechter von Movement Speed auf Spielern und Dinos. Aber ich packe das hier jetzt in die neutrale Zone und ich erkläre euch gerne wieso. Dadurch, dass wir keinen Movement Speed haben und generell keine verschwendeten Punkte in Stats, die wir nicht nutzen können, stehen wir nun an dem Punkt, bei dem Dinos extrem hohe Stat-Werte bekommen. Statt 7 haben Asatiere nur noch 6 Stats und locker über 50 Punkte bekommen in den einzelnen Stats. Ha. Eine Seltenheit in Ark Survival Evolved zum Vergleich. Wassertiere sind sogar noch besser dran. Sie haben nur noch 5 Stats, da sie auch keinen Sauerstoffwert besitzen. So können sie über 60 Punkte bekommen, ohne Probleme. Und während dies hier eine riesige Veränderung ist, die es möglich macht, mit gezähmten Tieren zumindest bis zu den Beta-Bossen zu kommen, haben wir immer noch mit den Island-Leveln zu kämpfen, die durchschnittlich super niedrig sind. Und ein Tier mit über 130 Leveln zu finden, gleicht ein bisschen einem Lottogewinn. Daher auf dem neutralen Bereich. Also ich sag mal so, ne? Ich finde, das liegt aber natürlich auch immer noch daran, dass die bisherige PvP-Erfahrung oder auch die Spielerfahrung an sich sehr viel halt in der Luft stattfindet. Und man da sowieso keinen Unterschied hat, weil die Flyer sind genauso schnell wie damals. Von daher merke ich so gesehen, also man merkt natürlich einen Unterschied,
Aber ich finde es nichts Schlechtes. Also ich finde das, ich finde die Geschichte mit ohne Movement Speed gar nicht so verkehrt. Das wird irgendwann, also ja, bei wilden Dinos grundsätzlich nervig, aber die lassen sich ganz gut durch ihre neue AI an Steinen und so einen Scheiß abstreifen, weil die dann halt in diesen Move reinkommen, wo sie anfangen, ihre neue Improved AI zu benutzen und dann erstmal den neuen Weg um den neuen Weg zu finden und dann erstmal giga langsam werden. Also es geht schon, man kann drum herumspielen. Das hätte ich mir schlimmer vorgestellt. PvP-mäßig war ich da sowieso schon ja immer ein Fan von, wenn man kein Movement-Speed hätte. Und es fühlt sich jetzt auch nicht so an, als wäre man giga langsam. Bisher finde ich es von der Umsetzung her echt gut. Und wenn man, by the way, sich Sumpfkretze holt, plus sich ein Focal-Chili reinzieht und noch Battle-Tatar hat, dann ist man schon verdammt schnell. Also wenn man möchte, kann man sogar jetzt auf PvP bezogen immer noch ziemlich gut C4-Runs machen. Bedarf halt ein bisschen mehr Setup, als einfach auf den Server zu connecten und jeglichen Punkt in Movement Speed zu investieren, ne? Gucci, weiter. Nun aber über die negativen Punkte, denn diese negativen Punkte existieren auch für mich. Keine Cryopods. Ich habe bereits ein langes und ausführliches Video darüber gemacht, aber die Tatsache, dass wir keine Cryopods haben, hat mich mehrmals frustriert und dazu gebracht, das Spiel einfach zu schließen. Und ich weiß, dass jetzt einige PvP-Spieler anfangen werden, sich zu beschweren und zu sagen, dass ich besser im Spiel werden soll. Aber derzeit gibt es einfach Probleme mit den Tieren, die in Smash fallen. Wo kam die Schelle gegen PvP-Spieler her? Fallen. In Foundations stecken bleiben, an die Decke schweben oder unsichtbar sind. Das ist kein Skill-Problem. Manchmal sind sie einfach an Orten, wo sie nicht sein sollten. Auch ist die neue KI der Tiere nicht ganz so intelligent, wie sie sein sollte. Denn um Tiere dazu zu bringen, zu vermeiden, dass sie in Fallen laufen oder zu verhindern, dass Spieler sie einfach trappen können, haben wir nun ein anderes Problem. Tiere in eine geschlossene Basis folgen zu lassen, ist fast unmöglich. Ihr habt einen Laufimprint und müsst euer Tier nach draußen whisseln, weil drin nicht genug Platz ist. Viel Glück, das wieder reinzubekommen. Wir spielen hier nicht nur der Boden ist Lava, sondern vor allen Dingen auch Rampen und Dino-Gates sind Lava. Und wie ich bereits in meinen neutralen Punkten erwähnt habe, ist das in Ordnung. Das ist ein Prozess, der im Laufe der Zeit verbessert werden wird. Aber bitte gebt uns doch ein Debug-Tool, um diese Dinos wiederzubekommen. Mein nächster negativer Punkt. Ja, muss ich auch sagen. Ne? Es ist auf dem Com-Server ist jetzt auch nicht ohne Grund Cryopod-Mod drauf. A, bringt Performance. B, macht einfach sehr vieles angenehmer und einfacher. Punkt ist, keine Stat-Punkte, die wir sehen können, bis Overseer Alpha. Und das ist etwas, was mich sehr ärgert, denn ich liebe die Tech. Wait, das Ding kriegst du beim Alpha-Overseer? Ach du Scheiße, ich dachte, den kriegt man beim Gamma. Okay, also wir brauchen sie absolut in diesem Spiel. Allerdings bringen sie uns auf die Island nicht wirklich viel, da wir sie erst beim allerletzten Boss, dem Overseer Alpha, erhalten. Und das ist praktisch der Moment auf die Island, an dem wir sie überhaupt gar nicht mehr brauchen. Jo. Natürlich ist es eine gern gesehene Hilfe für die nächsten Maps, sobald man Zugriff auf Element hat. Aber ich hätte sie gerne zu Beginn gehabt, um beim Züchten zu helfen. Derzeit bleibt also nicht viel anderes übrig, als Mods zu installieren oder Arc Smart Breeding zu benutzen oder wenn ihr oldschool seid, funktionieren Stift und Papier ebenso. Und der nächste und auch letzte negative Punkt ist die Nitrado-Exklusivität. Und ich weiß, hier hat Wildcard selber nicht sehr viel Einfluss darauf, da deren Publisher den Vertrag abgeschlossen hat. Aber Nitrado als einziger kommerzieller Anbieter von Community-Servern ist eine Katastrophe. Oh ja. Von den Stabilitätsproblemen und dem miserablen Support mal ganz abgesehen. Oh. Aber Nitrado ist nicht einmal in der ganzen Welt verfügbar. Der miserable Support. Alter, die hat gerade gesagt, wir kommen zum letzten Punkt. Die Server-Exklusivität schiebt voll Hass und das Video geht noch 4 Minuten. Oh, okay, let's go. Und anstelle von kleinen Hostern, die diese Bereiche, wo sie nicht verfügbar sind, gut abdecken können, sind Leute nun gezwungen, für mehr Geld und schlechtere Performance bei Nitrado zu mieten. Mhm. Zwar können wir nun auf eigene Hardware hosten und selbst das wäre zu Release beinahe in die Hose gegangen. Die Tatsache aber, dass Nitrado es geschafft hat, diesen Release in ein so negatives Licht zu rücken, ist etwas, das mir einfach nicht in den Kopf gehen will. Aber, nun ja, Geld regiert die Welt oder um es mit den Worten des Nitrado-CEOs zu sagen, das ist die Essenz des unternehmerischen Handelns. Ein weiterer Punkt ist übrigens auch, dass Nitrado auch fast nach einem Monat nach Release des Games sich weigert, Modmaps zu unterstützen. Ein Schlag ins Gesicht für alle Spieler. Das habe ich auch mitbekommen. Ich habe das immer nur auf Twitter gesehen von Nekatus, dass der sich da die ganze Zeit drüber beschwert. Man kann einfach auf Nitrado-Servern keine Modmaps installieren. Ich meine, gut, Swadalfheim, Swartaffels Gedöns, da ist zwar bisher nur zu 60% fertig, aber grundsätzlich könnte man es bespielen und es wäre auch eine gewisse Form von Content. Nicht viel, aber der wäre da, ne? Mal ganz davon ab, dass der ja mittlerweile auch schon seine S-Dinos wieder mit hat als extra Mod, seine Zwergenstrukturen und die Zwergenrüstung und die Zwergen-Tools. Was immerhin ein bisschen was an Zeug ist. So ist es nicht. Also man könnte damit schon Spaß haben. Ich bin nicht unbedingt ein Fan davon, auf
auf Mod-Maps zu spielen, die noch Work in Progress sind. Das hat mir noch nie so wirklich gefallen. Ne? Geht ja nicht nur um mich. Ne? Die Leute könnten ja trotzdem. Aber nicht, wenn du einen Nitrado-Server hast. Dann ist verboten. Wenn man sich als Exklusiv-Hoster präsentieren möchte. Wenn ihr nämlich zum Beispiel mit euren Freunden zusammen Azas Vartalfheim spielen möchtet auf einem Server, dann müsst ihr einen eigenen Server hosten. Nun aber, Empfehlung oder keine Empfehlung von mir? Wenn es darum geht, ob ihr euch Asa zulegen solltet oder nicht, kann ich euch kein eindeutiges Ja oder Nein geben. Und ich erkläre euch auch, wieso. Asa ist im Early Access herausgekommen, damit noch in Entwicklung. Das bedeutet, mit dem Kauf geht ihr das Risiko ein, dass dieses Spiel unter Umständen nie fertiggestellt wird. Auch wenn das ein sehr theoretisches Risiko ist, handelt es sich hierbei immer noch um ein Risiko, dessen ihr euch bewusst sein müsst. Yes. 40 Euro ist auch viel Geld und nicht unbedingt jeder hat das einfach so herumliegen. Und nicht jeder möchte dafür bezahlen, ein Tester für ein Spiel zu sein, denn das ist, was Early Access im Prinzip bedeutet. Du holst dir ein Spiel, das bereits einige der geplanten Spielfeatures hat, spielbar ist, aber dennoch weiter in Entwicklung ist. Viele Dinge funktionieren noch nicht oder gehen im Laufe der Entwicklung kaputt, wenn neue Dinge integriert werden. Und das kann dein Spielerlebnis beeinflussen. Wenn du also nicht dazu bereit bist, das alles auf... Genau das gleiche gilt übrigens für Leute, die mit der K-Plus-Mod spielen. ...auf dich zu nehmen, dann ist Ark Survival Ascended vermutlich erstmal nichts für dich. Ist deine Frustrationstoleranz niedrig, dann wirst du vermutlich auch keinen Spaß an Asa haben. Zumindest jetzt. Mit dem Plan, dass Ark Survival Ascended Early Access vermutlich in einem Jahr verlässt, habt ihr noch ein bisschen Zeit, die Entwicklung zu verfolgen und eventuell auf neue Hardware zu sparen, solltet ihr noch ältere PCs besitzen. Nun aber zu der Gruppe, die überall mit dabei sein möchte und zwar so früh wie möglich, die Gruppe, die daran teilhaben möchte, zu helfen, das Spiel mitzuformen, Vorschläge einzubringen und zu erleben, wie es wächst und gedeiht. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, und ich persönlich zähle mich auch zu dieser Gruppe, dann wirst du mit Asa eine Menge Freude haben. Denn momentan ist es noch ein ungeschliffener Diamant, der ein bisschen Arbeit und Fürsorge braucht. Wie ihr seht, ob ich euch jetzt also eine Empfehlung aussprechen kann oder nicht, hängt absolut damit zusammen, welche Art von Spieler ihr seid. Und das war mein erster Eindruck von diesem Game, nach ungefähr 200 Spielstunden, die ich größtenteils auf dem Norwegian Viking Server verbracht habe. Ja, Werbung. Wenn ihr noch Meinungen und Anmerkungen habt, dann hinterlasst mir diese doch gerne in den Kommentaren. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche. Und Perfekt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, das war wie immer gut. Video wird geliked oder so. Ist im Endeffekt so in der Kernaussage am Ende dann doch quasi ähnlich, wie ich es gesagt habe. Nur anders umschrieben. Wenn du voll Bock hast auf Ark, dann gehst du da rein, dann juckt dich das nicht, wie jetzt hier gerade auch schon gesagt wurde. Ne? Man kennt es ja sowieso. Ansonsten definitiv warten. Das ist es nicht. Das Game, das, wenn du Pech hast, stürzt es ununterbrochen ab. Gerade wenn du 40er Grafikkarten benutzt, wie ich es tue. Ich habe mir extra eine neue Grafikkarte gekauft aus der 40er Reihe, weil ich das Game vernünftig spielen wollte. Im Endeffekt würde ich wahrscheinlich zum jetzigen Stand mit meiner 3090 besser spielen können. Aber ja, deckt sich auf jeden Fall mit dem, was ich auch so bisher von dem Game halte. Wie jetzt schon erwähnt, ich bin jetzt auf jeden Fall an dem Punkt, dass ich jetzt quasi alles in dem Spiel gesehen habe. Das geht auch den Mannequins im Stream langsam so, ne? Man hat das jetzt alles schon gesehen und gemacht. Das Einzige, was jetzt noch zu tun ist oder was man jetzt machen könnte, ist halt Zeit damit verbringen, dass man sagt, man spielt langzeitmäßig auf dem Server, zähmt sich da irgendwas hoch, breedet sich was hoch, baut sich eine mega schöne Base über ewige Zeit. Aber das ist für mich nicht interessant. Ich habe jetzt bei dem Game schon alles gesehen, sogar schon zweimal alles gesehen durch das Format von Ghost. Für mich gibt es jetzt nichts mehr großartig im Game zu sehen, außer dass wir als Content Creator jetzt irgendwelche Formate ins Leben rufen müssen, wie es jetzt halt dann demnächst Ark aufs Maul sein wird. Und das macht es jetzt halt wieder interessant. Lasst ein Like da oder so, ne? Und abonniert bei Tier. Guter Channel.